Als ich jung war, haben wir im Gemeinschaftskundeunterricht so etwas in die Hand gedrückt bekommen. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Und ich fand damals, ey, das ist gar nicht so schlecht. Wir haben grundlegende Rechte. Was ist da draus geworden? Ich war vielleicht naiv, aber dass ich mich wie ein Krimineller fühle, wenn ich so wie ich bin jetzt einkaufen gehe oder in einen Bus steige, das kann es doch nicht sein. Und es hat natürlich keinen Sinn, an Frau Merkel zu appellieren, weil die möglicherweise nostalgische Gefühle mit DDR-Verhältnissen verbindet, aber ich nicht. Und ich bin ein lieber netter Mensch, aber mir steht's bis hier und ich weiß, ich bin nicht der Einzige. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie medizinisch gerechtfertigt wäre, dass wir einen Atemschutz tragen. Wir machen ja keine Operation am offenen Herzen. Da ist es vielleicht gerechtfertigt. Aber wenn ich einkaufen gehe und jetzt schon die Angestellten sagen, ja, jemand ruft die Polizei und die achten da drauf. Die Polizei war schon da, wenn Leute einkaufen, ganz normal einkaufen, ohne Mundschutz. Dieser Mundschutz natürlich, haben Sie vorher gesagt, das bringt überhaupt nichts. Natürlich, Viren passen da locker durch und Tröpfcheninfektionen. Na gut, ich weiß nicht, ob ich so eine feuchte Aussprache habe, aber normalerweise nicht. Aber durch so einen Mundschutz atmet man natürlich viel weniger Sauerstoff ein, viel mehr CO2. Und das ist doch alles andere als in irgendeinem Sinne gesundheitlich notwendig. Und natürlich sprechen Sie auch viele Ärzte aus und viele Experten, dass das absolut sinnlos ist. Auch die WHO empfiehlt keine Atemschutz für alle. Es würde ja allenfalls gelten, vielleicht für Leute, die getestet sind, die infiziert sind, wie immer man das mit der Infektion sehen mag. Das, was man uns erzählt hat, dass Millionen Menschen sterben würden, das ist ja überhaupt nicht eingetreten. Wir haben im Grunde einen Verlauf wie in einer normalen Grippesaison. Wir haben nicht mehr Tote. Und die Krankenhäuser, die man leer gehalten hat, die frei gehalten hat für die vielen Corona-Fälle, die kommen würden, die stehen leer. Es wird Kurzarbeit angemeldet. Es ist alles vollkommener Schwachsinn, natürlich auch weltweit. Deswegen kann ich noch nicht mal Frau Merkel oder unserer Bundesregierung jetzt da die Schuld geben. Offenbar steckt da ein großer Plan hinter, die Freiheitsrechte der Menschen mit Füßen zu treten und zu gucken, wie weit kann man gehen. Schöne neue Welt oder neue Weltordnung, wie auch immer. Man hat ja immer gesagt, Verschwörungstheoretiker und Rechte, die schaffen die freiheitliche Grundordnung ab oder die sind eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Ja, was haben wir denn im Moment? Haben wir noch eine freiheitlich-demokratische Grundordnung? Nein, abgeschafft von unseren Altparteien und alle machen mit. Ich nicht. Ich habe die Schnauze voll und stelle hiermit die Vertrauensfrage. Ich weiß nicht, ob das irgendwas nützt, aber was nützt es denn? Hier drin steht ja sogar, dass es Widerstandsrecht gibt, wenn alle anderen Mittel ausgeschöpft sind. Ich lese hier nochmal vor, was zum Grundgesetz steht. Das Grundgesetz ist die Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland. Naja, das kann man schon mal hinterfragen. Verfassung wird normalerweise vom Volk gewählt. Das haben wir natürlich nicht und es gibt einen Vorbehalt im Grundgesetz, solange es eben keine Wahl zur Verfassung gibt, ist es eben vorläufig, Paragraph 146. Es wurde vom Parlamentarischen Rat auf Grundlage des Entwurfs eines Sachverständigenausschusses am 8. Mai 1949 beschlossen und von den Alliierten genehmigt. Aha, genehmigt. Also es setzt sich aus einer Präambel, einem Grundrechtsurteil und einem organisatorischen Teil zusammen. Also Grundrechtsteil. Also es gibt Grundrechte. Grund heißt doch grundlegend oder ist das alles Verarschung? In den Artikeln, ja, eine Änderung des Grundgesetzes bedarf der Zustimmung von 2/3 der Mitglieder des Bundestages und so weiter und 2/3 der Stimmen des Bundesrates. Eine Änderung, welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 GG niedergelegten Grundsätze berührt, ist unzulässig. 20 ist Widerstandsrecht. Also, was im Moment läuft, ist wirklich die Abschaffung des Gesellschaftsvertrages oder wie immer man das nennen will. Alles, was wir jemals angenommen haben, wir leben hier in Deutschland eigentlich ja nicht schlecht, wir haben weitgehende Freiheiten, ist im Moment
einseitig aufgekündigt worden, auch wenn es natürlich schon vorher sichtbar war, dass nicht alle Freiheiten gelten, die Meinungsfreiheit und so weiter ist alles eingeschränkt. Im Moment ist es so, dass ich bei YouTube nichts hochladen kann, weil ich gesperrt bin, bei Vimeo komplett der Kanal gelöscht, obwohl ich ihn bezahlt habe. Das nur nebenbei, da ist Frau Merkel nicht für zuständig, aber eigentlich ist ja unsere Regierung dafür zuständig, dass sie unsere Grundrechte schützt, auch wenn es natürlich private Firmen wie YouTube und Google und so weiter sind, die diese Dienste anbieten. Aber was im Moment läuft, ist eben wirklich traurig und erbärmlich und medizinisch überhaupt nicht indiziert und nicht sinnvoll. Und da gibt es viele, viele Experten dazu, die aber nicht gehört werden im Mainstream, in den Medien, die auch eine schändliche Rolle spielen in diesem Augenblick. Es ist ein Tierarzt, der beim Robert-Koch-Institut die Pressekonferenzen macht. Wir haben einen Gesundheitsminister, der aus dem Bankenwesen kommt. Und es ist eine totale Katastrophe, was natürlich im Land passiert, aber wie gesagt auch weltweit. Was für ein Plan steckt dahinter? Und wieso fällt das niemandem auf oder mir auf und einigen auf, die man Verschwörungstheoretiker nennt, was Unsinn ist. Wir haben natürlich so viele Informationen, die aber nur im Internet kursieren, wo die Mainstream-Medien eben nicht ihre Arbeit machen, sondern offenbar komplett systemhörig sind. Und wenn es so weitergeht, landen wir eben in einem Orwell-Staat, wo die Kinder gewohnt sind, dass Leute mit einem Atemschutz rumrennen und wenn dann einer keinen hat, dann rufen sie die Polizei. Das ist doch lächerlich. Nein, es ist nicht lächerlich, es ist traurig und es ist beschämend und es ist auch überhaupt nicht rechtmäßig. Schauen wir uns doch mal an, was für Gesetze wir haben. Es gibt ja kein Gesetz, dass ich in einem Laden einen Mundschutz tragen muss. Die Corona-Auflagen haben keine Rechtsgrundlage. Der Personenkreis gemäß § 28 Infektionsschutzgesetz ist ja sehr übersichtlich, denn darin ist natürlich schon lange festgelegt, dass Personen, die bestimmte Kriterien erfüllen, also Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige und Ausscheider, dass die unter Quarantäne gestellt werden können und so weiter. Das ist vielleicht auch sinnvoll, wenn man eben die Ansteckungsannahme übernimmt. Es gilt aber im Moment das gesetzliche Kriterium des Feststellungserfordernisses gemäß § 28, nämlich im Moment sind die meisten Menschen natürlich keine Krankheitsverdächtige. Und es gibt keine Verordnung und keine Gesetzgebung für eine angebliche Maskenpflicht. Es ist lediglich eine Empfehlung. Ministerpräsident Armin Laschet hat am 27.04. gesagt, wir brauchen möglichst ähnliche Regelungen zum Schutz der Gesundheit in allen deutschen Ländern. Regelungen, also es ist eine dringende Bitte. Weder das sogenannte Hausrecht eines Supermarktes zum Beispiel, noch eine Nutzungsverweigerung des öffentlichen Nahverkehrs darf eine Maulkorbpflicht erzwingen. Die Verweigerung zum Betreten und Benutzen bei Nichttragen einer Atemschutzmaske ist gesetzlich nicht zu rechtfertigen. Hinsichtlich des Betretens von Gebäuden ist anerkannt, dass der Eigentümer grundsätzlich frei ist zu entscheiden, wem er Zutritt zu seinem Eigentum gewährt. Anders verhält es sich jedoch, wenn er zum Beispiel ein Geschäft für den allgemeinen Publikumsverkehr eröffnet und damit zum Ausdruck bringt, dass er an jeden Kunden Leistungen erbringen will. Er erteilt in diesen Fällen generell und unter Verzicht auf eine Prüfung im Einzelfall eine Zutrittsbefugnis. BGH 94, 188 und so weiter. Dies kann vor jedem Verwaltungsgericht erfolgreich durchgesetzt werden und das habe ich hier von der Seite unzensiert. Und es ist nochmal so deutlich, dass im Grunde die Einzigen, die sich kritisch mit dieser ganzen Sache auseinandersetzen, quasi verbannt sind im Internet, dort zensiert werden und als Rechtsextreme und sonst was dargestellt werden, auch in den Medien, während sie die Arbeit machen, die eigentlich die Mainstream-Medien, die ja gut dafür bezahlt werden, machen müssten. Das aber nicht tun. Also, es ist eine große Gefahr. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung, an die wir geglaubt haben, ist einseitig aufgekündigt. Und ich fordere alle auf, Widerstand zu leisten, nicht mit Gewalt. Aber wenn ich sehe, wie auch Polizisten jetzt gegen Demonstranten, die einfach ihr Versammlungsrecht einfordern und ihre Grundrechte, die im Grundgesetz stehen, worauf die Polizisten eigentlich vereidigt sein sollten,
wie die teilweise mit Demonstranten umgehen, die Polizisten, dann wird einem schlecht. Es gibt viele, viele Videos dafür. Ich weiß aber auch, dass es viele Polizisten gibt, die das auch nicht witzig finden und auch wollen, dass wir nicht alles mit uns machen lassen. Ich möchte diese Botschaft einfach, dass sie sich verbreitet. Ich kann sie momentan nicht mal bei YouTube hochladen, bei BewusstTV kann man sie halt finden. Ich will hier auch gar keine Werbung machen, denn dies ist eine allgemeine Ansprache, um einfach zu sagen, es reicht. Und wenn wir irgendwelche grundlegenden Werte haben, dann dachte ich mal, das ist ja zumindest was, wo man drüber nachdenken kann. Egal, ob man jetzt sagt, Bundesrepublik, Deutschland, Land, Nation, Volk, räumliche Grenze, Geltungsbereich und so weiter. Darüber kann man natürlich diskutieren. Aber dass nichts mehr gilt und wir keine Rechtssicherheit mehr haben, das kann es nicht sein.